Einen wunderschönen guten Tag! Ich bin mit meiner Tochter wieder in der Railway Skate Halle. Heute ein kleines Metal-Konzert, glaube ich. Ich habe einfach mal alles mitgenommen. Ich werde versuchen, hin und wieder auch was als Vlog zu filmen. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich bin hier mit meinem Tochterherz und sie will skaten und die Bands wollen ein paar Fotos haben, also werde ich gut zu tun haben. Einfach mal gucken. Einfach mal ein paar Eindrücke sammeln. Ne? Na, los geht's da. Und jetzt? Jawohl, mega. High five. Nein. Eins. Aus Abstand? Ja. Noch ein bisschen verkleinern, damit es ein bisschen besser hinpasst. Aber. Du bist heute, mein Lieblingsopfer. Ja, sehr fotogen. Was? Ich Fotos liebe. Ja, musst du leider dran glauben. Ja, das stimmt. Diese Goldbert. Ja, ich bin gerade so ein bisschen entweder eine Insta oder tatsächlich eine GoPro. Ich weiß es noch nicht. Weil theoretisch, ich würde niemals mit so einem Selfie-Stick durch die Gegend fahren, das weiß ich jetzt schon. Deswegen würde theoretisch auch eine GoPro reichen. Und das ist halt, das musst du halt abwägen, ob du viel allein unterwegs bist, wie relativ ich zum Beispiel, wenn ich Big Wheelen bin oder sowas, dann ist es für mich halt Gold wert, mich so selbst zu filmen. Ich will heute diese Aufnahme machen. Bist du mobil unterwegs oder spottechnisch unterwegs? Genau. Ne? Und wenn du am Spot kannst du aufstellen, alles gut, ne? Passt ja dann. Transition. So rum muss es sein. Viele coole Leute da. Echt gut besucht, relativ. Meine Tochter vor allem, also Lotta, die hat sich hier jemand geschnappt, die fährt mit dem Skateboard rum die ganze Zeit. Mega cool. Ich bin glücklich. Aber ich kann halt nicht so viel quatschen. Ich mache hauptsächlich Bilder zu Eindrücke sammeln. Ich weiß was davon ab. Endlich mal eine normale Musik, Diggi. Dankeschön. Was willst du eigentlich mehr? We'll be right back.
So, warte mal, wir haben es jetzt. Das ist eigentlich gut, Alter. Wir haben es jetzt um 8. Meine Tochter ist noch komplett zufrieden. Also zwei Bandspieler. Ich denke mal, wir werden bis zum Ende bleiben. Und ist auch am Start. Das ist der Chris. Chris hat mich mal angeschrieben auf eins meiner Videos, glaube ich. Oder? Genau. Und das habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr später gelesen. Haben geantwortet, er hat auch gleich zurückgeschrieben und dann haben wir gemerkt, wir haben relativ viele Gemeinsamkeiten. Er hat mal im Grindhouse gearbeitet, wo ich mir wahrscheinlich damals einen Shadow Demon Wilson geholt habe und diese Opa Yukon Jacke. Opa Button Hoodie. Genau, und es ist einfach sehr funny. Railway tue ich immer mehr in mein Herz schließen, weil hier gibt es einfach geile Leute. Mega Verein. Also wenn ihr skatet, wenn ihr irgendwie eine Community sucht, Railway, Maintal. Ja. Also es ist einfach wie ein Homecoming. Es ist wunderschön. Und umso schöner finde ich das echt noch für mich als Papa, dass meine Tochter, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen, wo ist die eigentlich? Die ist unterwegs. Die macht ihr eigenes Ding und fühlt sich so gut wohl. Das ist wunderbar. Wenn ihr das seht, schön. Wie eine kleine Familie. Ja, und mit dem Chris? Wie sich das gehört. Und mit dem Chris werde ich jetzt vielleicht mal, wenn es klappt, demnächst um was skaten gehen. Das werden wir tun. Ja, wir sind relativ alte Leute. Warte mal ganz kurz, hier ist meine Tochter, hier ist er. Nein! Was ist los? Ich bin bist du doch gar nicht, bist du gar nicht drauf? Sag trotzdem mal Hallo. Mit dem Chris werde ich jetzt mal bestimmt skaten gehen. Das werden wir machen. Ja. Darf ich eine Transition in deinem Popo machen? Ja, mach doch. Ja, warte mal. Zum Zum. Boah. Gute Musik. Das hat der Kai schon ganz gut gemacht, finde ich. Das ist übrigens der Kai. Hi. Und das ist der Yannick. Das sind coole Leute. Yannick hat meiner Tochter was beigebracht heute, wie man sich dehnt. Das finde ich voll cool. Der Kai, der macht eigentlich alles hier. Und was? Gymnastik ist immer gut. Ach so, Gymnastik? Ja. Alles kann man. Voll Hobby hier. Grüße!
bedanken uns alle aufs allerherzlichste, dass ihr so zahlreich erschienen seid, jetzt noch da seid. Tut mir leid, meine Zunge ist ein bisschen locker. Ja. War saugeil. Mega geiles Building. Danke ans Venue. Hi, vielen lieben Dank. So, ich schiebe mich jetzt auch aus dem Arsch. Wir haben es jetzt mittlerweile 10 Uhr, Diggi. Genug Fotos gemacht, geile Bands haben gespielt, war ein schöner Nachmittag. Nicht viel geskatet, aber war ein schöner Nachmittag. Und vor allem mein Herz ist geöffnet, weil halt die Lotte damit war und er hat super gut gefallen hier. Deswegen ein paar kleine Eindrücke davon. Hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Und lasst ein Like da und nächstes Mal gibt es wieder mehr Action. Lotta, darf ich bei dir ein Popo-Transition machen?